Thank you.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Worldwide 2 Eglog. Wie wir ja gerade gesehen haben, hatte ich dann mir doch mal so überlegt, komm, wir grinden ein bisschen. Oh. Deswegen sind jetzt all unsere Pokémon auf 34 und auch Dr. Pippa kann jetzt endlich was fürs Team beitragen. Oh mein Gott, echt? Ja, und du wolltest noch gleich nachgucken, weil wir nämlich weiter Fragen beantworten. Ja, sofort. Ich muss jetzt erstmal wieder aufmachen. Wo wir bisher immer noch nur von einer Person bisher Fragen gekriegt haben. Aber naja. Scheiß drauf. Ich habe auf jeden Fall da sehr viel gegrindet, sehr viele Trainer besiegt. War echt spannend. Wieder 50 Minuten. Hätte ich da jetzt echt keinen Cheat benutzt, dann wäre das ja noch länger geworden. Wir werden aber losgehen und in dieser Folge 3 Pokémon fangen. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich den ganzen Tag, die ganze Folge brauchen, um zu Carmilla zu kommen. Okay. Ich habe gerade irgendwie keine Lust, gegen die zu kämpfen. Weil ich habe jetzt schon so ein bisschen gegrindet in Hinsicht Carmilla. Okay, und das Pokémon, das wir hier treffen, ist ein kleines, süßes Molimorpa. Oh, wie ist nochmal unseres? Wie sind Worldwide nochmal unseres? Schatz. Ja? Du hast vergessen, die Bildschirmübertragung zu machen. Ja, du brauchst keinen Bildschirm. Mach! Oh, da ist das immer so unprofessionell, als würdest du... Du guckst ja sowieso nie hin. Doch, natürlich gucke ich hin, sonst weiß ich doch gerade gar nicht, was du hier mit abhast. Nee, du guckst da nie hin. Ja. Da muss ich ja nicht mehr dabei sein, so. Da mache ich halt alles alleine. Guck, oh, hier ist Sailor Moon. So. Und weggesehen, nein. Ich hab da jetzt Bildschirmübertragung gemacht. Und trotzdem. Geh in den Ball, geh in den Ball. Nee, das ist Molimorba. Die Weiterentwicklung ist Hypnomorba und die höchste ist Mobitesse, genau. Ach, leck mich. Und da haben wir es gefangen, haben wir schon mal ein Ei. Aber wir haben ja jetzt hier 3 Routen, wo wir Eier fangen können. Oder toll. 3 Orte. Boah, Joghurt, leck mich. Da ist sie angepisst. Ups. Ach nee, ich bin natürlich angepisst, wenn du so einen Scheiß behauptest. Ja, ist doch meistens immer so, hä, was, hä, wie, wo, was, wie. Gar nicht wahr. Fuck, ich wollte nicht gegen den kämpfen. Och, come on, geh weg, Pokémon Breeder. Außerdem kann ich auch nicht hingucken, wenn ich die ganze Zeit wegen den Kommentaren gucken soll. Und wegen den Fragen. Ja, das tust du ja schon seit 700 Episoden, jedes Mal. Ich passe auch immer auf. Ist gut. Können wir es jetzt lassen? Ich bin sauer. Und du entschuldigst dich nicht mal. Das finde ich immer total scheiße. Jedes Mal. Weil ich da auch nicht sehe, warum ich mich da entschuldigen soll. Weil echt öfters ist, dann sagst du da so Bildschirm übertragen, aber du guckst ja eh meistens dann nie hin. Oh, habe ich nicht gesehen. Wie? Was ist passiert? Dann gucke ich halt auch nicht mehr hin. Wenn du meinst, dass ich das eh nicht tue. Ach ja, was wir ja auch in der Grinding-Montage gesehen haben. Juan hat sich weiterentwickelt. Juan ist jetzt ein Meganie. Toll. Habe ich den Cheat noch an? Irgendwie kommt es mir so vor, als würden wir so viele Erfahrungspunkte kriegen. Und das ist natürlich überhaupt nicht unprofessionell. Das ist total unprofessionell, aber mir passiert das trotzdem ständig. Dann achte da demnächst vorher drauf. Könntest mich ja auch dran erinnern. Wie denn? Ja, weiß ich, wann du eine Grinding-Montage machst? Nein! Du könntest mich ja auch vorher dran erinnern, wenn ich die Bildschirmübertragung nicht habe. Hm? Wie ist das damit? Mach ich jedes Mal, du Idiot! Nein, du machst das immer nur dann, wenn ich in der Episode bin. Nein, ich sag das meistens vorher. Wie zum Beispiel gestern. Willst du jetzt wirklich die ganze Folge über durchstreiten? Dann kann ich auch ohne dich machen. Du hast doch gerade wieder damit angefangen. Ist doch jetzt langsam auch egal. Mir ist das eh egal. Ist ja gut. Ne, so. Wäre trotzdem mal schön gewesen. Komm, Pokémon. Was kriegen wir hier? Was kriegen wir? Zoroa. Nein, Bummels. Wieso sollten wir ein Zoroa bekommen? Das hier ist Worldwide. Irgendwo muss es Zoroas fangen geben. Glaubst du? Du kannst jedes Pokémon kriegen. Ah, wirklich?
Also wird das World Wide 2. Ja, von mir aus, aber trotzdem kannst du überall jedes Pokémon kriegen. Also nicht überall, aber du kannst jedes Pokémon kriegen. Und da würde ich schon fast für sehr logisch erachten, wenn Draiano hier einprogrammiert hat, dass man Zoroark finden kann. Weil man ja im eigentlichen Spiel hier einen Zoroark findet. Auf jeden Fall in Weiß 1. Schwarz und Weiß 1. Aber wir könnten ja jetzt mal die erste Frage beantworten. Alter, sieht der Fuß komisch aus. Wir können ja erstmal die erste Frage beantworten, ne? Ja, Moment. Ich wollte ihm schon wieder einen Spitznamen geben. Jetzt will ich aber hier noch den Ball. Woodland Ore. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Wo waren wir denn nachher? Warum ist Pokémon einer eurer Hauptprojekte? Weil wir Pokémon mögen. Ganz einfach. Ja. Ja, ist eigentlich wirklich so. Wir mögen Pokémon sehr. Pokémon macht Spaß. Und vor allem, es gibt so viele. Vor allem hat man da einfach. Habe ich einfach so das Varianten? Gefühl. Nee, ich habe einfach so das Gefühl, die Leute haben da weitaus mehr Interesse, weil im Vergleich zu vielen anderen Spielen, ne? Devil May Cry. Ja, nee, insgesamt im Vergleich zu sehr vielen anderen Spielen unterscheidet sich das Spiel hier einfach sehr. Also jeder Nuzlocke ist komplett anders. Ne? Weil ja nicht jeder gleich spielt. Es gibt dann unterschiedliche Crits. Jeder benutzt andere Pokémon. Und da ist einfach jeder Nuzlocke komplett anders. Und das macht es dann interessanter. Während ja... Das Problem ist auch irgendwie, dass die meisten Sachen, die wir bisher gemacht haben, vor allem hier so... sagen wir mal so am Anfang, da hatte ich ja mal DMC gemacht. Also DMC Devil May Cry, was ich mir jetzt auch noch für die Xbox gekauft habe und immer noch nicht angefangen habe zu Let's Playen. Und... da hatten wir irgendwie pro Video vielleicht mal ein oder zwei Aufrufe. Und macht das dann auch irgendwie... Es macht mir zwar Spaß, dann auch trotzdem zu Let's Playen, aber irgendwie ist es dann auch öde, wenn irgendwie überhaupt keine Rückmeldung und sowas kommt. Richtig, und hier haben wir immer Rückmeldung und wir kriegen schon teilweise 25 Aufrufe pro Video. Ja, genau. Wir können eine Schulklasse füllen mit Zuschauern. Wobei ich sagen muss, Pokémon ist nicht alleine unser Hauptprojekt. Weil von doch. Mir ist mein Hauptprojekt Schlüssel Peter Boris. Ja, das so regelmäßig kommt. Ja, ich vergesse. Bell, hau ab, 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 hau ab. Oh, die will uns nur fliegen geben. Die will uns nur fliegen geben. Hau ab. Do you know about Hidden. Oh, wie machen wir es eigentlich mit den Hidden Grottos? Hidden what? Mit den. Oh, wie hießen die nochmal auf Deutsch? Ach so, diese Verstecke da. Versteckten Lichtungen oder so ähnlich hießen die auf Deutsch. Ja, irgendwie sowas. Wie machen wir es eigentlich mit denen? Weil da gibt es ja an sich Pokémon und irgendwie sind das Event-Pokémon. Ja, ich glaube die... Oh, keine Ahnung, sollen wir die fangen dürfen oder nicht? Nee, die Frage ist nicht, ob wir die fangen dürfen, ob wir mehrere davon fangen dürfen. Also wenn wir jetzt dann noch eine andere Lichtung finden, dürfen wir dort ein Pokémon dann nochmal fangen. Oder zählen die ganzen geheimen Lichtungen als eine Lichtung? Ich weiß es nicht, ob die sind alle als verschiedene Lichtungen oder nicht. Da ist immer alles eine Lichtung, deswegen, das ist insgesamt, weil wir auch das mit diesen Eventregeln machen, ne? Ist das ja relativ offen. Da ich aber glaube, dass wir vor Ende der Woche, bevor wir aufhören vorzubereiten, wegen der Gamescom, ne? Sowieso nicht auf eine weitere Lichtung finden, weil ich die sowieso immer mal sehe. Können wir es euch das eigentlich fragen? Sollten wir, wenn wir eine geheime Lichtung finden und dort ein Pokémon drin finden, das noch als extra zählen für jede einzelne Lichtung, also nicht in derselben Lichtung dürfen wir zwei Pokémon fangen, aber wenn jetzt dann auf Route 15 noch eine geheime Lichtung ist und wir dort ein Pokémon fangen, zählt das dann als, wir haben schon eins in einer geheimen Lichtung oder nicht? Weil ich meine, wenn wir das jetzt so machen, dann gehen uns irgendwann wirklich auf jeden Fall die Eier aus. Jede einzelne Richtung. Lassen wir euch entscheiden, weil ansonsten brauchen wir halt noch ein paar. Versuchen wir aber erstmal dieses Mamfaxo zu fangen, dann dürfen wir heute 4 Eier ausbrüten. Wenn wir es denn schaffen. Und da muss ich echt sagen, da ist jetzt gerade zum Schwächen, weil wir ja Melanie verloren haben, die das Pokémon paralysieren kann, ne? Ist an sich Pro echt gut. Okay, fuck, warum? Rough Skin. Pro hat ja Dragon Rage, ne? Ja.
Ah, jetzt hab ich Schiss, jetzt hab ich Schiss. Und das macht ja genau 40 Schaden. Der nimmt aber wieder Schaden durch Rauhaut, ist das Problem. Ich versuche erstmal Ball zu werfen. Weil das Problem ist, das nimmt ja Schaden durch die Rauhaut von Pro, wenn das wieder einen Lick macht. Und es hat wahrscheinlich bloß physische Attacken, nur Kontakt-Moves. Ne? Mhm. Und dann tötet es sich vielleicht nachher selbst. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Okay, jetzt hat er noch eine Überreste. Damit sollte es nicht mehr töten. Oh, hätte das letzte Mal auch nicht getötet. Tja. Ja, wobei, wenn du noch den, wenn ich jetzt davon ausgegangen wäre, dass er wieder Lick oder so benutzt hätte, wäre knapp geworden, ne? Mhm. Das Problem ist ja auch einfach, Schlaf geht immer relativ schnell weg, deswegen ist das auch recht schlecht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt in Ryan wechseln würde und es geht nicht in den Ball. Oh, dieses Mamfaxo wird mir noch wieder jeglichen Nerv raufen. Naja, ist kein Victini, also vielleicht ist, hat es eine... Nee, ich habe hier keine Minimum Catchrate, ne? Ja, okay, schon auch wieder. Ganz ehrlich, guck mal, ob Mamfaxo dieselbe Catchrate hat wie Victini. Wenn ja, dann dreh ich durch. Ich guck gleich noch. Das sieht so aus. Nein, bitte nicht. Ich will kein Victini 2.0. Sag mal... Konnte man in den Lichtungen nicht, sowas finden? Nope. Okay. Aber in den Lichtungen sind Pokémon mit geheimen Fähigkeiten. So. Das heißt, dieses Mamfaxo könnte eine geheime Fähigkeit haben. Ja. Ich weiß nur nicht, was die geheime Fähigkeit von Mamfaxo ist. Frag mich nicht. Keine Ahnung, ich benutze kein Relaxo. So, Moment. Ich hab so viele Seiten gerade auf. Eins. Pokewiki, genau. Okay, okay, okay. Ich weiß, was wir erst einmal machen müssen. Ha? Wir müssen den Spatz wechseln und dem Scheiß ja, Fiese. Mamfaio. Ja, Mamfaio. Kennst du das noch nicht, das neue Pokémon Mamfaio? Wo steht denn die Catchrate? Ist meistens einmal rechts, so Minimum Fangrate. Thief, bitte töt nicht. Mamfaxo hält viel aus. Fangrate 50. Okay, und wie viel hat... Okay, die Minimum Catchrate war meistens mal so 35. Wie viel hat... wie viel hat... Ich habe den Namen vergessen. Bikini? Genau! Moment, ich will kurz... die versteckte Fähigkeit ist Völlerei. Das machte was? Ach, ich glaube, der konnte mehr, konnte Bären immer wieder essen. Ach, keine Ahnung, ich guck mal kurz. Oder es war, dass man Bären, die normalerweise bei 25% aktiviert werden, schon bei 50% aktiviert werden und die bei 50% schon bei 75%. Warte, Bären, die für gewöhnlich erst bei 25% der maximalen KP verstärkt werden, konsumiert das Pokémon bereits dann, wenn es nur noch 50% der KP besitzt. Sag ja. Ja. Und gefangen, oh mein Gott. Ich habe schon Victini 2.0 vor mir gesehen. Ich habe schon den Titel der Episode gesehen. Allerdings zählt das nicht bei Bären wie die Citrus-Bäre, weil die sich sowieso schon bei 50% aktiviert. Achso, ich war dann der Meinung, dass das auch plus 25% erhöht wird. Nee. So, Victini hat eine Fangrate von 3. Okay, das heißt, wir hatten einfach nur gerade ein bisschen Pech. Okay, schönes Gras. Zeig uns, welches Pokémon du hast. Habe ich nicht schön gereimt? Nein. Leck mich. Oh, bitte Dragon Rage töte nicht. Minon ist verdammt schwach, aber es hat doch bestimmt mehr als 40 KP, oder? Ein bisschen mehr als 40 KP. Hm. Ich finde Minon total süß. Ja, aber irgendwie ist es... Booty! Scheiße. Ja! Wobei, könnte man sich ein Minon- und Plusle-Team aufbauen? Nein. Ja, aber Minon und Plusle sind so das...
Ja, Schatz, weißt du, Pokémon weißt du warum? Sind so das Pokémon-Duo schlechthin, dass man... Ja, weißt du eben warum? Damit wollten sie den Doppelkampf, der ja in Rubin und Saphir hinzukam, promoten. Ja, deswegen, sobald ich an Doppelkampf denke, denke ich oft an Minun und Plusle. Ja eben, die sind ja nur wegen dem Doppelkampf erschaffen worden. Weißt du, jetzt, wo ich mich zurückerinnere, ne? Ja. Weißt du, was in Rubin und Saphir so lustig war? Hm? Die haben ja total viel promotet. Ja, jetzt gibt's Doppelkämpfe, die Pokémon jetzt können zwei Pokémon gleichzeitig kämpfen. Ne? Mhm. Boah, ich habe dann das Spiel gespielt, hab mich schon so gefreut. Okay, eins ist Kampf. Oh, ich habe jetzt ein zweites Pokémon. Jetzt kann ich jemanden begegnen mit zwei Pokémon kämpfen. Nope. 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 So, und dann gab's dann da irgendwie gefühlt fünf Trainer, bei denen du das machen konntest und eine Arena, bei der du das machen konntest, ne? Mhm. Da dachte ich dir dann, ja. Yay. Hm. Toll. Ne? Ja, ist eben halt eher so, wenn man online jetzt spielen möchte oder gegeneinander. Ja, aber vor allem, das war ja, das Rubin und Saphir waren ja die Edition, wo das eingeführt wurde, ne? Und dann haben sie das im Spielverlauf so gut wie gar nicht verwendet. Bloß diese eine Arena, ne? Mhm. Und ansonsten gar nicht. Ja. Ist genauso geil wie hier die Dreierkämpfe, mal abgesehen davon, dass die Reihumkämpfe ja gar nicht promotet haben, ne? Ja. Aber der einen Edition, ich weiß nicht mehr, ob in Schwarz oder Weiß, in der einen Edition gibt es die Dreierkämpfe, in der anderen die Reihumkämpfe. Ja. Ich glaube, die Dreierkämpfe gab es in Weiß. Und... Kann gut sein. Und du kannst... Ich hatte, meine ich, die Dreierkämpfe. Ja, du kannst, außer wenn du online spielst, ne? Ja. An einem einzigen Ort diese Kämpfe durchführen. Oh ja, daran kann ich mich erinnern. Abgesehen davon, ich weiß nicht mehr, ob dieser Biker, der Biker war da auch, glaube ich. Bei dem konntest du auch noch, aber ja. Ansonsten kannst du sie bloß an einem Ort täglich durchführen. Da denke ich mir auch so. Ihr promotet das die ganze Zeit, ne? So. Und dann geht das ja. Nicht mal. Ja, endlich könnt ihr es machen und dann kannst du das irgendwie zweimal im Spiel machen. Toll. Ja. Gebt mir die Bär. Der Biker hatte das, aber ich glaube nur in einer Edition. Also. Ja, der hat in der einen, der Biker hat dann in, ich weiß nicht mehr, ob es in Schwarz, Schwarz und Weiß oder Schwarz und Weiß 2. Auf jeden Fall in einer der beiden. Ja, in einer der beiden war der auf jeden Fall. Ja. Willst du würfeln so, oder? Ja, natürlich, ich? Wir haben zwei. Ich würfel zwei, du würfelst zwei. Was? Du würfelst zweimal, ich würfel zweimal. Wir haben vier Pokémon. Echt? Fünf! Okay, ich kann nur noch drei und vier würfeln. Zwei, Reworld. So, vier! Ich wollte gerade sagen, wer denn jetzt würfelt, gehe ich runter und guck mal, ob ich noch einen Joghurt esse. Ich hätte auch eine Münze werfen können. Oh mein Gott, Kenny. Oh mein Gott. Das können wir nicht benutzen. Das nicht sterben kann. Nein, Schatz, es kann nicht sterben. Es wacht immer wieder auf. Oh mein Gott, wir kriegen ein Nebulak. Es wird immer wieder aufwachen. Okay, Kenny, das ist irgendwas Oranges. Irgendwas Oranges, das ist bestimmt irgendwas Oranges. Ich sag Nebulak. Raichu. Okay, ein anderes Geist-Pokémon. Ein Lichtel! Ein Lichtel! Ich wusste, es irgendein Geist-Pokémon muss es sein. Moment, Lichtel ist kein Geist. Doch, oder? Ja, es ist Feuergeist. Haha, ich bin gut. Woran hast du es erkannt? Daran, dass es gruselig. Oh, ich muss erstmal. Ich muss nochmal kurz nachgucken. Nein, ich meine das mit den Geister-Pokémon. Es muss auf. Ich dachte sofort, Kenny ist ein Geister-Pokémon. Ach so. Ich dachte zwar eher Nebulak, aber. 24. Okay. Weil irgendwie, keine Ahnung, weil Kenny. Es kommt ja immer wieder zurück. Also der Kenny kommt ja immer wieder zurück. Genau, das ist nämlich Mysterion. Moment. Geister! Ja, Moment. Spoiler. Kenny ist Mysterion. So langsam müssen das die Leute wissen. Ich bin mir nicht sicher, ob Aqua Tail eine legale Fähigkeit ist. Soll ich nachgucken? Jetzt bin ich schon fast auf. Die ganze Zeit deine Maus. Jetzt bin ich schon fast auf PokerWiki. Wieso zeige ich diesen Spastel immer als erstes da? Weil ich den aus Versehen mal hier in die Leiste getan habe und ich dann einfach mal da drauf drücke. Ach so. Ich weiß nicht, der bei dir ja mal gesucht hatte. Wasserschweif ist kein legaler Move. Okay, dann mach den weg. Säure ist, glaube ich, auch nicht, oder? Top 10? Know. Smog, aber nicht Säure. Oh doch, ja. Säure ist ein legaler Move. Oh, was dazugelernt. Aber das andere muss dann wegmachen.
Ja, außer... Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, ne? Ja. Lernt es das durch Tutor? Nee, ich muss ja sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Das ist sowieso ein Scheiß-Move. Ich komme gleich wieder. Level 4! Level 5! Smog! Nein. Aber wenigstens mit Hitzewelle. Oh mein Gott, das ist so gut! Oh mein Gott, ich will es benutzen! Ich will zu viele Pokémon benutzen! Firespin... 35... Ich kann den Gegner einsperren. Aber das geht, glaube ich, weg, wenn ich das Pokémon auswechsle. Also, nee. Vor allem, weil... Skelabra ja sowieso nicht so viel aushält. Ich muss... Confuse Ray? Nein, die Pokémon meines Gegners schlagen sich sowieso nie. 13... Nightshade! Oh ja, auf diesem Level... ist das nicht schlecht? Und ist auf jeden Fall besser als Astonish. Da haben wir zwar die Chance zu flinchen, aber Skelabra ist ja sowieso nicht so schnell. Du Schatzi? Ja, weißt du noch, ob ich Level 24 oder 25, Level 24 oder was war das? 28 oder nicht? Ach, ich guck nochmal nach. Will-O-Wisp! Oh ja, unbedingt. Du Schatzi? Boah, hätten wir das letzte Mal das Dingens vergiften können, nicht vergiften können, verbrennen können. Oh mein Gott, das wäre super gewesen. Schatzi? Ja? Würdest du sagen, Cynthia würde zu mir passen? Cynthia? Ja, als Cosplay. Als Cosplay, ja, aber so als so die Badass Pokémon-Champion. Du bist nicht Badass genug. Ich bin Badass! Du bist nicht Badass genug! Und Catherine aus Catherine, also die mit dem K, nicht mit C. Du weißt, dass ich die beiden nicht auseinanderhalten kann, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Die mit der Brille! War die nicht blond? War die nicht dunkelhaarig? Nee, die hat so... Danke, bring mich nicht durcheinander! Ich wollte hier gerade nochmal den Level gucken, jetzt habe ich den Level schon wieder vergessen. Die hat so ein Rattenblond. Also so ein düsteres Blond. 24, 2, 4. Okay, okay, jetzt weißt du, wie ich es mir merken kann. Jack Bauer. Was? Jack Bauer. Was? Der Held von 24. Hab ich nicht geguckt. Man kennt doch trotzdem Jack Bauer. Nö. Ohne ich kenne die Serie 24, aber ich kenne nicht die Typen davon. Das ist der... So, mehr darfst du nicht leveln. Der kennt man doch. Nope. Ich wette mit dir, wenn wir jetzt unsere Fans hier fragen, kennt ihr Jack Bauer? Die sagen ja. Aber wie hieß nochmal... Oh, wie hieß er nochmal... wie hieß nochmal der Schauspieler? Schatz, natürlich kennen die den jetzt. Du hast es ja schon die ganze Zeit gesagt. Ja, da hätten sie es vorher gewusst. Wie hieß nochmal der Schauspieler? Weiß ich doch nicht. Mann, der spricht jetzt neuerdings Snake aus Metal Gear. Oh, wie hieß er? Ich würde echt gerne mal Metal Gear spielen, weil mich die Snakes sehr interessieren. Mhm, kann ich mir schon denken. So, wir tauschen jetzt das Bummels aus. Okay. Nee, nur ich wollte nämlich, vielleicht sind ja auch so Games vom Cosplay, wie wir bei der Catherine. 3! Oh mein Gott, eine 3! 6! Die arme 1. Ja, die wird nie genommen. Nie, ne? Zum Zoo. Doch, immer so als zweites. Tommy! Tommy! Ich weiß nicht, ist eine Katze? Nein. Ein Feli-Lu! Tommy, das Feli-Lu! Hm. Ich denke gerade an Tommy aus von Apple War. Nur welches Pokémon würde zu dem passen? Ich denke eher Tom wegen Tom und Jerry. Mm. Keine Ahnung. Und Tommy ist ein Hydropi. Oh, süß. Welches Level sollte das werden? 24. Okay. Trotzdem, bei Tommy denke ich echt immer direkt an Apple War, weil ich Tommy total toll finde. Tommy ist so süß. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Und ich will auch keine Ahnung haben, wovon du redest. Ach, du bist doof. Diese sowas kennst du zum Beispiel nicht. Kenny, 24. Und Tommy war, wenn ich mich recht erinnere, sollte auch 24 werden. Hast du gerade eben zumindest zu mir gesagt. Ja, 24. Ich wollte es nur noch mal checken. Okay. Bevor ich es falsch mache. Okay.
Sag mal, soll ich meine neue Frage in den Raum werfen? Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Das ist heute eine Folge, wo wir wenig Progress machen, aber viele Pokémon ausbrüten. Ja. Was wollt ihr noch erreichen mit YouTube? Die Weltherrschaft. Money, money, money. Nein, also ich... So, erstmal das größte Ziel, was wir uns, glaube ich, stecken, 1000 Abonnenten. Wäre schon cool. Also ich würde auch gerne mit YouTube sowas erreichen, was auch Smosh und sowas erreicht haben. Dass man Stars und sowas auch interviewen darf und so. Ja, so richtig groß, aber an sich... Ich will nicht mal das, ich will einfach... Ich will einfach... Ich will das auch, ich will Tom Hiddleston interviewen dürfen. Ja, ich will auch viel, aber ich will vor allen Dingen, ne? Vor allen Dingen möchte ich einfach viele Leute unterhalten. Ne? Ging es dir nicht in erster Linie um das Geld? Nö, nicht mehr wirklich. Ganz ehrlich, er lügt, glaubt ihm kein Wort. Nee, echt nicht, also. Ich hab zwar dann so angefangen, weil ich dachte, ach ja, das ist doch bestimmt gut, noch sowas nebenbei zu verdienen, ne? Aber mir macht's einfach schon teilweise zu viel Spaß, insgesamt die Sachen. Insgesamt so Videos für die Leute zu machen. Einfach mir macht so Spaß, mit den Leuten immer so diskutieren in den Kommentaren. Ja, wenn ich Kommentare bekomme. Oder insgesamt einfach, wenn du so ein Video hochstellst und die Leute gucken das, ne? Und dann kommt da so ein Like und die sagen dir, ey, das hast du toll gemacht, das ist toll. Es gibt einem einfach so ein richtig geiles Gefühl. Ich glaube, ich bin likesüchtig. Ja, bin ich auch. Wir sind like-geil. Ja, ja, ihr liked unsere Videos. Also entweder ihr wollt uns unserer Drogensucht helfen und sehr viele Likes geben, oder ihr wollt uns auf einen kalten Entzug stellen, bei dem wir ja total durchdrehen. Ja. Ich weiß, ich wollte gerade irgendeine Drogenparallele ziehen, die ich nicht hingekriegt habe, ja? Und wie viele Leute nochmal? Schatz, ist eine Sendung ab 16, denk's nach. 20.15 Uhr? Natürlich um 20.15 Uhr. So, komm, du wolltest würfeln. Okay, besprechen wir nach der. Ja. Nach dem Part. Während sie würfelt, ja, an sich wirklich einfach mehr Leute, die unsere Videos gucken. Ja. Ich wünsche mir auch einfach, dass es auch mehr Leute gibt, die dann auch kommentieren und wirklich liken, ja, und so. Und wie gesagt, ich würde echt gerne so berühmt werden, dass man wirklich so... Zwei, okay. Dass man wirklich so auch auf der Gamescom oder so wirklich so eine Journalisten-Teil bekommt und dann irgendwie auch mal die Leute... Ich glaube, das wird schwer als Let's Player. Interview... ja, das wird schwer als Let's Player. Hä? Das wird schwer als Let's Player. Ja, oder hier als Let's Player so auf der Gamescom sogar da sitzen darf. Nein, ich will nicht bei Gronkh und Co. sitzen. Nein. Ich meine, Apple War ist ja auch sogar da. Schauen und so. Ja, ich will bei den allen nicht sitzen. Was? Fünf? Ja. Ich will bei den allen nicht sitzen. Ich mag die nicht. Ah, schauen. Nightmare! Kriegen wir doch ein Miss Magius? Ich glaube, wir kriegen ein, wie? Was? Miss. Was? Meinst du dieses Traunfugil? Traunfugil. Ja, Miss Magius ist auf Englisch. Ach so, okay. Ja, ich. Oder ein Gengar. Oh mein Gott, wir kriegen Nebulak, wir kriegen Nebulak, wir kriegen Nebulak. Nebulak wegen Night. Bei Nightmare? Ah, ich verstehe, was es werden soll. Nach Tara? Ja. Mm. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen, weil wir noch nicht, nach 20 Uhr haben. Da werde ich mal, glaube ich, bei einer Grinding-Montage dran denken müssen, das mal... Zu leveln? Nee, nicht zu leveln. Das geht sowieso erst... das levelt sowieso erst auf 24. Wenn du ihm nichts gibst, ne? Mhm. Geht das sowieso erst auf Level 24 hoch. Echt? Nicht auf 24, 27. Und wir müssen auf Level 26 leveln. Okay. Und auf Level 27, da kannst du dann zu einem Nachtara werden. Nachts. Richtig, weil ich bin nämlich der Meinung... Weil normalerweise ist das ja mit Zuneigung. Ja, eben, mit Zuneigung. Und normalerweise, wenn du nur Level Up machst, ne? Ja. Ist das nach dem Ausschlüpfen so, dass...
Ich will auch nur auf den Beutel. Es ist bei Ausschlüpfen so, dass du mit Level 27 genug Zuneigung hast, um das Pokémon zu entwickeln. Es ist schon aufgefallen, dass wir jetzt zwei Evolis haben. Ja. Bei dem einen sollen die Leute ja noch sagen, was es werden soll, weil wie gesagt, wir... Nicht Aquana! Wie gesagt, wir können es leider nicht zum Glaziola entwickeln in diesem Egglock, weil wir nicht an den Stein drankommen. Ja. Also ich finde, ein Cyana wäre jetzt cool, wenn wir einen Nachtara kriegen. Ich meine, Nachtara und Cyana, das ist auch so... Das ist für mich auch so ein Duo, das irgendwie... Das liegt eher wegen einem Pokémon-Spiel. Ja, wo ich dann auch noch ansprechen wollte, wo wir vorhin bei Doppelkämpfen waren, ne? Mhm. Das ist ja das Schöne an Pokémon Kolosseum und Pokémon XD. Das ganze Spiel ist Doppelkämpfe! Ja, weil du von Anfang an Cyana und Nachtara hast. Nicht in XD. Nicht in XD. Hast du XD eigentlich mal gespielt? Nö. Ich aber. Toll. Und ich kann mich an das meiste nicht mehr wirklich erinnern. Ja, außer an das, eben halt an das Lugia, das dann ja schwarz ist. Ich will beide Spiele nochmal let's playen. Werde ich auch irgendwann halt mal machen. Weil die Legendären waren echt scheiß schwer, das zu befreien und so. Boah. Gott. Kennst du den Trick in, kennst du den Fangtrick in XD, in Kolosseum? Hm? Du musst, also du hast ja immer beim Pokémon und im Gegensatz zu den anderen Spielen kannst du hier ja, kannst du in Kolosseum ja noch, wenn du einen Ball geworfen hast. Wenn du einen Ball geworfen hast, du kannst ja insgesamt auch, wenn noch zwei Pokémon auf dem Feld sind, ne? Mhm. Bälle werfen. Takedown, was ist das? Risikotackle. Ach so. Ugh, schrecklich. Du kannst ja, wenn dann noch zwei Pokémon auf dem Feld sind, Bälle werfen, ne? Ja. So, und das Lustige ist, du kannst in einer Runde einen Ball werfen und mit dem anderen Pokémon angreifen. Okay. Und das Lustige ist, es gibt einen Fehler im Spiel. Ja. Du kannst in der ersten, also das musst du so machen, das erste Pokémon, mit dem wirfst du den Meisterball, wenn du den hast. Mhm. Ne? Mit dem zweiten Pokémon gehst du auf Items und tauschst die Position des Meisterballs mit irgendeinem anderen beliebigen Pokéball aus. Oh. Und danach greifst du nochmal mit dem Pokémon an. Du wirfst den Meisterball. Es ist so, als würdest du mit dem Meisterball fangen, aber es wird ein anderer Pokéball verbraucht. Hm, das ist nice. Ja, ich finde das so lustig, diesen Trick. Ach genau, den kannte ich ja sogar. Den hast du mir mal erzählt. Ja. So, beten wir mal auf eine 1. Nö, eine 3. Okay. Weil der Würfel gegen meine Maus geknallt ist. Dann mach noch mal. Okay. Moment. Ich pack mal meine Maus weg. Okay. Es kommt trotzdem 3. Okay. Und 1. Klar, jetzt bekommen wir die 1. Wow, meine Maus. Und in diesem Ei haben wir Amelie. Yes! Finally! Yes! Du kannst bestimmt dir denken, welches Pokémon da drin ist. Aquana, weil es einen Wasserstein hält oder ein... Oder ein Loturze. Hab ich ihm Wasserstein gegeben? Oder ein Loturze. Oh mein Gott, ich hab's keinen Wasserstein gegeben, glaube ich. Doch, da ist ein Wasserstein dabei. Echt? Habe ich den Wasserstein gegeben? Ja. Was machst du? Ich fass meinen Würfel fallen. Endlich! Eines meiner Pokémon! Warum Amelie? Weil ich in Aquana hatte, das Amelie. So, aber erstmal, bevor wir es entwickeln dürfen, müssen wir es auf Level 24 bringen. Und Ami ist total toll und was natürlich relativ blöd wird, dass dann bestimmte Attacken nicht lernt, aber ist halt die Regel. Wir müssen es erst auf Level 24 bringen. Echt? Ja. Mm. Erst hochleveln, bevor du es irgendwie entwickelst. Mm. Das finde ich doof. Ja, es ist halt quasi so, als hätten wir dieses Pokémon in freier Wildbahn gefangen. Ne? Wir haben es ja bloß durch ein Ei ausgetauscht. Ja. Ja, komm, Quick Attack, warum nicht? Was habe ich denn eigentlich alles für Attacken gegeben? Schallwelle. Nee, Kanon. Ah ja, genau. Ich kann es sogar wirklich erlernen. Ich habe extra vorher nachgeguckt, welche es da ist. Ja, natürlich kannst Kanon erlernen. Ich habe extra vorher bei jedem Pokémon nachgeguckt, welche Attacken kann es
erlernen. Beziehungsweise durch die Ämter oder Vererbung. Ganz ehrlich, hätte ich teilweise das. Hätte ich vorher gewusst, dass wir mit der veränderten Version von. Mit der veränderten Version von Worldwide 2 spielen würden. Ne? Hätte ich auch eher gesagt, ja, ihr dürft die Pokémon so anpassen, dass sie Worldwide 2 legal sind. Dann wären auch beispielsweise die ganzen Starter mit den geheimen Fähigkeiten erlaubt. Aber weil ich ja dachte, ja gut, wir spielen Worldwide 2, aber halt normal. Aber ich habe es halt, wie gesagt, nicht hingekriegt, das normal zu patchen. Also bloß mit den Trainer-Rostern geändert, ne? Aber nicht mit den Änderungen der Typen und alles. Ich muss ihm natürlich erstmal den Wasserstein abnehmen. Genau. Item take back Water Stone. Da ist der Water Stone. Wir haben sogar schon zwei. Wir haben zwei Wort. Wow. Ja, weil wir mit Otero gestartet. Weil wir mit Otero gestartet haben und in Stratos City hat uns, glaube ich, ein Typ den. Ach ja, genau, dann Wasserstein gegeben, stimmt. Ja, genau. Den Water Stone. Das war warum so, sagst du das so komisch? Das ist britischer Akzent, die verschlucken immer das T. Oh, Wa-a. Ist das nicht süß? Nicht Water, sondern Wa-a. Guck mal, hast du dir jetzt nicht ein süßes, süßes Wasser-Pokémon? Ja. Aber ich werde es nicht mitnehmen. Nee. Hast du mal geguckt, in welche Arena als nächstes ansteht? Eine Elektro-Arena? Ja. Ach, die von Camille? Ja, die von Camilla. Ja, meine ich ja. Oh ja, wir haben jetzt. Klar, wir turnten natürlich von. Ach, ich glaube, wir können nur von. Wir haben jetzt Pokémon drei Evolis bekommen. Ja. Alter, wieso schicken die alle Evolis? Ich dachte, ich wäre die Einzige. Weil alle Evoli lieben. Naja. Wie es auf jeden Fall ist, wir beenden den Part hier. Das war heute ein Part, wo wir nicht sehr viel geschafft haben, außer Eier auszubrüten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Ich glaube, es wird auch ein bisschen lang, oder? Ja, bis dann. Bye.